So Leute, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer Uncut-Version von Herr der Herrenringe. An meiner Seite wie immer Sterzig. MC Gen D kannst du mich auch nennen, Digga. Oder MC Gen D, das ist sein Künstlername. Sterzig ist ja nur sein echt Klarname, sein Nachname. Richtig. Bei ihm auf dem Kanal und wichtig, gibt es auch ein Video zu dieser Thematik. Da haben wir ein bisschen, also die Story war ganz grob, nur dass Baumbart 700 Ringe hergestellt hat in der Hobbit-Höhle und die Rechnung hat liegen lassen. Das haben wir mitbekommen und dann haben wir ihm natürlich dementsprechend den Arsch versohlt. Er ist aber auch wesentlich komplizierter noch, aber checkt es gerne aus. Genau, das war ja auch nur grob überrissen. Wird sich auch noch platzieren? Ach ja. Heute geht es darum, dass... Geh mal nach oben. Sehr gerne. Dass wir losgeschickt wurden nach Minas Tirith. Denn nachdem Sauron besiegt wurde, wurde er eigentlich gar nicht, aber es ist nochmal eine andere Geschichte. Ja, das. Haben tatsächlich die Menschen gesagt: Yo, wir möchten gerne einen Tunnel buddeln nach China. China, warum China, fragt ihr euch vielleicht, oder auch China, Hauptsache nicht China. Die haben eine enorme Industrialisierung erfahren in den letzten Jahrzehnten und auch jetzt nun wohl einen Meisterring erzeugt in Hongkong. Richtig. Genau, und hier ist ja hier fast links, nee, ein wenig links Erde. Ein wenig, ein bisschen weiter links Erde, genau. Ein bisschen weiter links Erde, hier ist natürlich immer was los. Da bleibt nicht so unter einer Decke. Ihr fragt euch immer, warum Minas Tirith so hoch erbaut ist, so... Das sieht so aus wie ein Riesenbohrer, der auf der Erdoberfläche liegt. So, die Haube, versteht ihr? Genau, und dementsprechend, die buddeln gerade runter, wollen diesen Ring aus China wiederholen. Und wir müssen natürlich jetzt erstmal wieder das Gleichgewicht herstellen. Ja, es hat auch noch ein bisschen was zu tun mit Mark Zuckerberg und Facebook. Aber darüber wollen wir noch nicht reden. Vielleicht an einem anderen Tag. Das ist ein Thema, wo es natürlich dann auch die Regierung betrifft. Aber... Ja. Okay. Ja, wenn du willst, kannst du breit drücken. Ja, würde ich jetzt machen. Holen wir da Merkel raus. Abfahrt. Ist ja ihre letzte Amtsphase. Dementsprechend verzweifelte Verhalten. Ne? Haben wir denn schon erklärt, warum Merkel jetzt mittlerweile Stammesoberhaupt von Minas Tirith geworden ist? AKA Bora City. Er ist ja Denethor, also wurde ja nach Denethors Tod, gab es ja Neuwahlen, da wurde Angela Aber der Merkel. Aber der ist ja gar nicht gestorben. Naja, doch schon, nur weil er mit dem Bobbycar da runtergedüst ist, weil er Mario Kart gegen dich verloren hat. So. Okay, ja, Abfahrt. Genau. Ja, also wie gesagt, Leute, die Story ist ein bisschen komplex, aber reicht. Hat halt immer noch komplexe, ist halt komplex und so. Komplexe Sache. Aber wir wollen euch damit ja auch nicht nerven, ne? Genau, wir wollen nicht nerven, wir wollen heute zocken. Ja, bitte. Wenn es euch interessiert, hört unseren Podcast. So ein Herr der Herrenringe-Podcast wäre echt Baba. Okay. Also, was nehmen wir denn heute? Wir nehmen auf jeden Fall, das hier wäre geil, die Barrikaden. Ja. Ja, wir spielen gegen eine brutale KI. Ich nehme mal meine Freizeithaube ab und setze meine Kampfbrille auf. Ja, die Kampfbrille. Die ist es. Das Auge beobachtet uns. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Ressourcen gathern. Ja, ich habe hier oben so einen beschissenen Ork-Hort. Der ballert mir da meinen ersten Schmelzofen schon ab. Den habe ich übersehen, leider. Oh. Da muss ich gleich erstmal ein paar Uchs! Komm aus den Höhen! Ah ja, du spielst ja Isengard. Nice, okay. Ja, also, das Ding ist, Minas Tirith, hier ist der Bohrapparat wohl drin versteckt. Das sieht man auch ganz gut, finde ich, wenn man sich das so vorstellt. In der Hand von Merkel. Was in ihrer letzten Legislaturperiode will die hier so eine Scheiße machen? Ich nervt mich auch irgendwann. Nervt halt wirklich hart. Katapulterweiterung, Torwächter, Barrikaden. 400? Boah, krass. Naja, hilft nichts, ne? Wir müssen jetzt schon früh anfangen, Türme zu bauen. Weil brutale KI ist eine brutale Sache. Ja, aber wirklich. Also wirklich, wirklich. Das Wenn ihr denkt, ihr werdet brutal, kommt die brutale KI und macht euch brutal weg. So ist es. Nochmal brutal. Und früh tatsächlich einen Helden. Egal welcher. Ja, Held ist echt strong early game. Ich würde Papo gerne rekrutieren. Ich habe Henning, das Wobei, ist ein Nazgul ist. Hexenkönig, also können natürlich auch mich irgendwann mal. Also das ist mein Bruder, aber. Oder Lutz. Viele denken Lutz. Immer das. Ich mache zwei Ork-Truppen. Besser als nichts. Bisschen Kanonenfutter. So, lass eher aufeinander zubauen, oder? Ja, ich glaube, hier sind noch ein. Ja.
Ja, ich baue jetzt noch einen Schmelzofen, dann komme ich mal in deine Richtung. Ach, du hast nur Schmelzöfen wieder? Ich habe auch Sägewerke, die baue ich jetzt gleich noch. Aber ich will erstmal die scheiß Orks hier. Ja. So, ich erkunde mal ein bisschen, was hier abgeht. Hoch mit euch! Hoch mit euch, ihr Marden! Wir haben viel zu tun! Verleiht Truppen in der näheren Umgebung zusätzliche Erfahrung. Senkt Kosten für Helden um 10%. Beschleunigt Rekrut. Holy shit. Scheiterhaufen, Abfahrt. Das neue Gebäude ist fertig. Hoch mit euch hier. Soll ich dir helfen, da die Bude zu klären? Oder? Ah, nee. Never mind. Alles klar. Kommt schon. Oh, hier sind Orks. Wir müssen sie demütigen. So ist es. Ja, dann schicke ich da mal direkt die Leute rein. Oh, er ist schon außerhalb der Mauer und baut. Oh, krass, das müssen wir direkt unterbinden. Ja. Zerstört es! Hoch mit euch, ihr Magen! Da laufe ich direkt mal hin. Da laufe ich direkt Orks mal hin. Gegen Orks, genau. Früh Schaden verursachen. So, Papo jetzt für 1800, ist doch geil. Ja, ist das geil. Was soll ihr sonst noch bauen? Billig. Schnapper. Sie greifen uns an! Wir greifen an! Bald! Jo. Baut! So. Mach die Scheiße jetzt hier kaputt. Okay, ich habe ein paar Türme schon. Was ist das hier? Lässt feindliche Einheiten panisch die Flucht ergreifen. Torwächter. Entschuldigung. Macht nichts. So, ich habe jetzt gleich genug für Papo. Gleich haben wir sie besiegt. Da kommen die ersten Einheiten. Mal jetzt mal aggressiv. Abfahrt. Macht ein bisschen Schaden jetzt. Haltet eure Stellung, ihr Maden. So, ich habe hier schon mal die Natur geklärt. Ne? Dreckige Orks. Braucht man nicht. Schön. Erledigen wir sie. Bringt das eigentlich Ressourcen noch, wie bei Teil 1? Nö, ne? Kommt schon. Bitte? Okay, bringt keine Ressourcen wie bei Teil 1. So, das Gehöft muss leiden. Direkt Zugriff. Ja, noch ist Ruhe, aber so brutale KIs, die explodieren dann immer auf einmal. Ja, true. Es ist so heftig. So, ich kann Papo rekrutieren. Abfahrt. Nice. Ich weiß gar nicht, ob das ein Halbtroll ist oder... Also ich meine jetzt im Spiel. Papo ist ein genereller Halbtroll, ja. Im Norden ist bei dir noch eine Basis. Aber geil, dass der hier so... Okay, bei mir kommen Truppen. Bei mir kamen auch gerade schon welche. Nee, nee, aber bei mir kommen Angriff, meine ich. Oh, Gollum. Ollum. Schießen ab. Der hat den Ring! LOL! Hol ihn dir! Ja, Papo ist gerade gespawnt! Das ist ein Uruk! Beschwört mehrere Horden. Geil. Ich hab den hat den einfach reindonated bei mir. Der ist nämlich verbündet. Schnau noch in der Zeitung. Im etwas weiter links Erde. Nee, im rechten Erde, da wo die AfD herrscht. Leider. Oh. Müssen wir auch nochmal vorbeischauen. So, jetzt krieg ich doch mehr Ressourcen und so, oder? War das nicht so? I don't know. Der hat eine riesige Armee! LOL! Türme. Türme. What? Wie kommt der da hin? Bitte schick, entsende Hilfe! Bitte schick! Schick drin! Papo, mach jetzt Horden. Geh doch. Ich bin sofort da. Okay, Papo muss jetzt hier ein bisschen was tun. Ist okay, I guess. Ist okay. Papo hält aber gut aus. Gefällt mir. Der Bengel. Der Bengel so. Okay, ich schick mal ein paar Homies vorbei. Ja, das wäre wichtig jetzt. Und richtig. Scheiße, Papa nicht erwischt. Naja. So, der klärt hier die Bogenschützen. Oh, der ist aber echt tanky, der Junge. Das ist ja richtig geil. Und die Orks, die staunen die einfach nur, damit die Türme hier. Ich brauche keine Hilfe. Bitte verschwinde. Die sollen leiden. Ich komm da jetzt vorbei und helf dir. Sehr gut. Berserkerwut. Jetzt geht's ab. Der Saurus. Ja, schön Uruks an meiner Seite. Toll. Toll. Schön. So, Sauron, der alte Chicks-Terminator. Wir haben die Ork-Grube ausgehoben. Wir greifen uns an. So. Das Auge beobachtet. Dann machen wir mal hier wieder eine geile Scheiße hin. Mach dich nützlich. Nice, Stufe 3, Papo. Sehr gut.
Schönes gut. Ding, Papo, schön. So, dann halte ich mal. Er redet auch wie in echt. Nicht stehen bleiben! Nicht stehen bleiben! So an der Ampel in Spandau irgendwo. Hey Christo, kommst du über die Ampel? Nein! Nicht stehen bleiben! Sind Sie das? Ist das der Feind? Klassischer Papo. Das neue Gebäude ist fertig! Okay, da kommen schon wieder halb Gondor. Ja, naja. So krass, dass die auch mal pushen, ne? Die, ja, ja, das, die lassen einen Händler halt das raus. Ist so crazy. So. Okay. Aber löpp doch. Ja? Löpp doch. Ist doch schön. So. Ausgewogen und dann wird er mal ein bisschen hier entsendet. Entsandt. So, Sand, ne? Auch lecker. Entsandet. Oh, ist, steht das noch? Ja. Schützt den Baumeister! Ja, ja, ist ja gut. Dreht um, ihr Narren. Der tut so, als wäre er Formel-1-Fahrer. Krass. Vielleicht ist er das, ja. Ja, vielleicht. Bautempo. Ja, machen wir mal. 25. Alter, dann kann ich dir richtig rausspammen. Hm, was? Ihr wisst, was zu tun ist. So, mehr Ressourcen. Aufschließen. Ressourcen, Ressourcen, Ressourcen. Es wird geballert, meine Freunde. So. Oh, hier ist ein Katapult. Oh, echt? Ja, die kommen gerade hier raus. Ich mach da mal Zugriff. Aha. Dito. Und rein. So, welcher Hotkey ist das? W. Okay. Ihr macht, was ich sage. Ich dachte, wir sind fertig. Weiter geht's. Mach dich nützlich. Schön, schön, schön. Wer hat das gesagt? Ah, eine neue Horde Orks. Wer hat das gesagt? Die Voice Lines im Spiel sind einfach Banger. Der Hammer. Sie kommen von überall. Sie auseinander. Eine neue Horde. Lol, der beschwört jetzt einfach einen Troll mit dazu auf Stufe 3. What the fuck? Okay. Alter. Das ist halt einfach ein geiles Game. Nice Sache. So, dann können wir hier noch eine Schmiede machen. Ein Sägewerk. Schön. So, Papo rennt schon mal hier wieder hin. Okay, dann würde ich sagen, Saurons Mund. Oh, ja. Ja, wobei, ach, weiß nicht. Ist so eine Sache, ne? Was könnte ich noch alles holen? Belagerungswerke, Olifantenferch, Taverne bauen. Bilde Korsan und aus Umbra. Umbra aus, ja. Upgrades. Kampfturm? Hm. Trollkäfig hätte ich Bock, muss ich sagen. Trollkäfig. Okay. Aber ich brauche auf jeden Fall Luftunterstützung in irgendeiner Art und Weise. Ja, ich hole gleich mal hier Lurz und Henning dann irgendwann. Gerne Henning, ja. Ich hole da eine Fellbestie. Oder direkt einen Hexenkönig? Mal gucken. Also ich habe jetzt auf jeden Fall ganz schön Ressourcen. Die bleiben auch dauerhaft? Nee, okay. Wer hat das gesagt? So, ihr helft jetzt mal. Wobei, du kannst vielleicht einfach auf den Katapult gehen. Oder kommt noch ein Katapult. Gut. Ich mach grad ein paar Wagreiter. Die sollten dann da theoretisch reinballern. Wagreiter werden geil, ja. So, Zugriff. Papo, schnapp sie dir. Schön. Weg die Scheiße, zwei Schläge. Okay, drei. Schön. Kannst du die auch noch boxen? Mehrere auf einmal? Nee, okay. Auf den Katapult. Okay. Warum sagt Papo die ganze Zeit Lutz? Papo, hör auf. Okay, also leider. Okay, wir gehen rein. Ah, doch, er kriegt ihn. Schön. Ja, aber Papo stirbt jetzt, glaube ich, eventuell. Nee, doch nicht. Okay, jetzt muss er aber reinhauen. So, ich hol meinen Kollegen, meinen Cousin. Ein Hexenkönig. Der Cousin. Der Cousin. Wir werden angegriffen. Hoch mit euch, ihr Maden. So, ein bisschen kehrt. So. Die Orks kommen aus dem Süden, Orden, Westen. Ich fall da mal ein. Die schießen ihn jetzt ab. No! Papo ist gefallen. Naja, hilft nichts.
So, wir gehen ja schon mal rein, ne? Ich bin immer reingegangen. Ausräuchern. Gut, hilft nichts. Ne? Hätte eine kleine Schlacht noch vor meiner Pforte. Hätte natürlich auch Sauron sparen können. Na gut. Upgraden. Kaserne weg. Schön. Auge Saurons. Anderer Cousin. So, Brunnen weg. Schön. Seid ihr bereit? Schön. Hoch mit euch, ihr Magen. Ja, der hat seine Defensive vernachlässigt. Ganz die Tür nicht zugemacht. Klassisch. Klassischer Mensch. Scheiße. Defensivturm. Oh, Aragorn. Was? Der Erbe Gondors. Der Kackboy Gondors. Trollkäfig vergrößert. Tolle Sache. Seid ihr bereit? Jetzt wird gekämpft. Jetzt klären die dahin leider meine Leute. Wie lange brauchen wir noch? Ah, ist gleich fertig. Wunderbar. Wunderbärchen. Ja, das ist ärgerlich. Und das wird leider auch nichts. Schade. Ich weiß. Okay. Eine neue Horde ist nützlich. Nee, gar nicht. Upgrades will ich. Doch, ist da drin auch, ne? Ja. So, genau. Haltet die mal ein bisschen auf. Oh, die haben schon eins zerstört. Das ist ja bitter. Da ist der Hexenkönig. Abfahrt. Aragorn macht einfach gerade meine komplette Armee weg. Ja, das kann der. Inshallah. Na gut, wenn er das so will. So, mein Cousin ist da. Nice. Aufsteigen, absteigen, ist ja auch charmant. Nicer Typ. Nicer Dicer. So. Okay, ich konnte ein bisschen was zerstören. Schön. Oh, lol, er nimmt die richtig hoch und die fallen dann runter. Aber er one-shottet die noch nicht. Natürlich unangenehm. Oh, das geht aber gar nicht. Bin sauer. Bin auch sauer. So, ich schicke ein paar Orks los. Nice. Junge, der hat aber jetzt die Stadt auch wirklich komplett ausgeschüttet. Junge, das wird nicht einfach. Ja, ich glaube, wenn wir damit schön geupgradeten Einheiten einfallen. Komm, geh Stufe 2, bitte. Schön. Hier gibt es immer Arbeit. Wir werden dann fertig. Mach dich nützlich. Schön, Stufe 2. Lecko. Was macht er jetzt? Gegner verursachen deutlich weniger Schaden und haben deutlich weniger Rüstung. Geil. Passiv einfach. Passiv. Okay, wir haben hier Warg Riders. Okay, ich gehe einfach auf Aragorn. Ich glaube, wenn ich den kill, kriege ich richtig viel EP. Aragorn ist heftig, ja. Hier ist hier König Scheißoten. Ja, ja. Dauert aber ein bisschen. Na gut. Macht euch wieder an die Arbeit! Machst du nichts? Haltet euer Werkzeug bereit. So, dann mache ich ein paar. Oh lol, das war der falsche Dude. Generell hier ein paar Kampftürme. Arbeitet an eurer Einstellung. König Theoden ist gefallen durch meine Hand. Baut. Echt, ja? Natürlich. Natürlich kann man keine Baureihenfolge machen. So, jetzt macht doch Aragorn jetzt mal weg hier. Attacke. Ja, okay, wir machen erstmal das Gebäude. Wie viel Leben hat denn Aragorn noch? Der ist wieder full life. Ja, Aragorn, der hat ja einen Heilzauber. Aragorn, Digga. Aragorns Sohn. Der kann sich die ganze Zeit heilen, ne? Ja, das ist natürlich ärgerlich. Schön. Oh, da ist er. Hilfe! Ja, aber er kann mich halt nicht angreifen. Ja, gegen den brauchen wir eine dicke Nummer. Ja, hier, Merkel hat so hoch gebaut, dass der Nazgul halt nicht drehen kann. Ja, Merkel. Kann. Merkel. Es ist einfach wirklich Merkel. Ja, wie immer. Was willst du da machen? Hier drüben sind sie auch. So, schön. Jetzt der Turm. Bitte. Junge, bitte. Ja, schön. Ja, okay. Ja, gerne den Katapult, komm. Gerne. Schön. Schöner One-Shot. Toll. So, wenn man darf. Ach, du machst schon direkt Türme, sehr gut. Ja, ich dachte mir, ich baue da mal welche hin. Das ist eine gute Option. Mach dich nützlich. Arbeiter! Ihr wisst, was zu tun ist. Hier, warte mal. So. Hm? Machen wir so. Bolzen einlegen! Das Geile ist, der Nazgul, der macht hier in der Backline alle Katapulte weg. Das ist Ehre. Das ist halt heftig, ey. Ja. So, ich habe jetzt. Wir machen das wie in der Fake-Serie, dass wir ein paar. Fette Trolle vor Gondor reinschicken. Ja, richtig. So,
brauche ich noch 10. Schön. Frisst euch satt an ihnen. Frisst euch satt. Kein Mann mag mich, Frauen. So. Stachelpfeile, Korsan. Alles aus diesem Film ist einfach legendär. Ich liebe es. Ja. Also, ne, aus den Herr der Ringe. Ja. Also, ja. Oh, das geht aber nicht. Okay, erstmal der Tor. Du weißt ja, wie ich das meine. Ich weiß das. Brauchst du dich nicht schämen. So, ein paar Trolle. Bitte tötet Aragorn. Ja, ich geh jetzt drauf mit den Trollen. In echt, ich meine, in der Fake-Serie war das auch problematisch für ihn gegen Ende. Ja, der wird weggeknüppelt. Und Hexenkönig blastet. Schön. Abgeholt. Schön. Jetzt ist Theoden dran, wird auch weggeknüppelt. Ja. Ja. Ja, dann hat es auch schon wieder so, ihr geht einfach mal rein. Und ihr geht auch rein, komm. Ich kann, glaube ich, gerade eh nicht mehr machen. Hoch mit euch, ihr faulen Decke! So, machst du die Katapulte? Wir haben den Wagen des Baumeisters gebrannt, Schatz! Das Auge! Wie der halt Keule kriegt, Boromir. Soll sich schämen, dass der da für die kämpft, für Merkel. Ja. So. Ganz schlimm. Noch ein Katapult, hol ihn ab. Schön, wird hier rein donated, ist doch geil. Zack. So, die Schmiede können wir hier mal wegmachen. Ja, du fällst da ein. Ja. Ich gehe ein Virus. Ein Virus. Kann ich den noch retten vielleicht? Dann kann er sich nochmal voll heilen. Der ist Stufe 2, das wäre schön. Ist auch Stufe 2. Auch geil. Der kann auch. Nee. Oh, Lanzenboys. Nee, da hau ich mal auch lieber rein. So, ich habe noch ein paar Orks. Die strömen jetzt in die Stadt. In den ersten schön. Ring. Schön. In den ersten Ring. Weil. In den ersten. Immer. In den ersten. Ja. So, ich stopfe jetzt hier einfach alles. Ja, ciao, Wagen. So, schön. Wie die Orks vor der Tür stehen. Ist einmal lieblich. Ist lohnend. So, Hexenkönig macht er jetzt auch mal mit, Paddy. So, willst du mal sehen, wie man richtig industrialisiert? Ja, klar. Guck mal vors Tor. Ja. Ja. So. Schnell gebaut. Ja. Ja. Exakt. Ich muss sagen, ich habe von der brutalen KI ein bisschen mehr erwartet. Aber gut, bitte mal, wende doch. Müssen die Entwickler ja wissen letzten Endes. Genau. Letzten Endes nicht mein Bier, was die mit ihrem Spiel machen. Die einmal absnacken, schön. Jetzt die Stufe 5. Klar. Der wirft einen Speer auf mich, der Affe. Rückzug in den ersten. Der hat einfach einen Speer auf mich geworfen, glaubst du? Nur warum wird er geheilt, aber er hier nicht? Ah, sozial. Die beschwören hier irgendeine Kacke. Oh Junge, du hast ja richtig klingen, ne? Ja, geht schon los. Klar. So, da wird jetzt hinterhergesetzt. Was baut der denn hier? Mach die weg. Ja, was wollen sie tun? Boah, Alter, richtig in den Nacken. Tschüss. So, jetzt das Gebäude hier. So, ich würde jetzt einen anderen Cousin langsam holen. Der Cousin. Was ist mit Cousin? Los? Oh, er kommt auch einfach nicht zur Ruhe, das ist sein Problem. Noch mehr Orks kommen aus den Höhlen. Stufe 5 einfach der Troll. Ehre in den Asshole. Warte mal. Der heilt sich einfach nicht. Manchmal heilen die sich, manchmal nicht. Haltet euer Werkzeug bereit. Gut. Oh. Wird scharf geschossen. Na gut. Sharpshooter. Jo. Entschuldigung, das war unprofessionell. Jo. Ich weiß, ich weiß. Dieses Katapult will also. Die kriegen einfach auf die Fresse. Oh, das ist meine kleine Elite-Urukai, die da alles wegkommt. Oh. Maschallah, so, ne? Die Katapulte hole ich mir jetzt.
Hallo. Hallo. Die denken sich so, okay, wie machen wir das jetzt? Das können wir so, Henning kommt. Henning, ja? Schön. Henning Hemmerau. Finde ich aber nice, dass sie den auch ins Spiel Der rollt haben. Einfach so die Treppen hoch. Der rollt einfach so die Treppen hoch und escaped. Hol den Katapult. Schön. Oh, das Gebäude on-site einfach auch noch gedamaged. Da kannst du den holen. Ja, auch die Treppe hoch. Schön. Die Blinde in unser Lager! Einfach Stufe 5 auch. Ehre. Das hat den... Oh, Henning ist angekommen. Hör, die escapen immer. Okay, mach das halt weg. Oder das. Komm, eine Keule. Jawohl. Alter, Alter, die sind ja geisteskrank stark, die Trolle. Ja. Doch, einfach nervig gegen die zu spielen. Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? Warum haben wir keine Rohstoffe mehr? Vor allem gegen die Gebäude machen die halt einfach auch richtig Harakiri. Das so, Henning kommt mal hier mit rein in die Party. Ach, da ist er ja, der Henning. Jo, wer ist sauer? Hammer. Noch ein Angriff! So. Wir greifen an! Ja, ne, das machen wir, oder? Zehner. Ja, nö, alles gut. So, der macht hier weiter Randale, das Ding. Gerne. Ach so, die hier. Eieiei, nee, dann lieber noch das Gebäude weg. Nee, schade. Hm. Na gut. Aber Henning cleart ja auch ganz schön. Ja, Henning ballert da auch durch. Hm. Doch, doch. Ja, ja. So, du heilst dich, toll. Macht euch bereit. Wann kommt denn der Cousin? Macht dich nützlich. Macht, was euch befohlen wird. Ich weiß, ich weiß. So, wir eskalieren mal ein bisschen. Bisschen Eco. Okay, ja, die wissen auch gerade hier drin nicht, was sie gegen mich machen sollen. Warum fliegt er hier rum? Rasier hier durch jedes Gebäude. Schön. So, Trolle sind ja erfahrungsgemäß gut gegen Gebäude, haben wir ja gelernt. Oh, sie ist ja eklig. So, Speere sind natürlich auch eklig, aber die Keule schwingt halt zuerst. Das ist wie First Strike, ne? So nämlich. Gut, der Arbeiter da noch gerne. Schön. Zerkeul ihn. Sag ich immer, ne? Oh, schön ins Dickicht. Bastet. Oh, er ist tot. Na gut, das passiert im Besten. So. Eins. Der Kampftrolle ist einsatzbereit. Zwei, drei. So. Das ist echt deren Ernst. Ich nehme mal hier so ein Gebäude ein. Siehst du das links? Nee. Da kann, da kann ich auch Leute rekrutieren eigentlich. Okay. Ja. Ja, ich kann jetzt da einfach Kosaren in seiner Base bauen. Echt? Ja. Finde ich ein bisschen asozial. Mache ich jetzt aber auch. Ich habe jetzt 4 Ork-Gruben, die durchgehend produzieren. Oh. Ich habe einen anderen Cousin jetzt. Eine neue Horde Orks. Der Kampftroll ist bereit. Na gut, was kann der Flamme des Schicksals? Lässt glühende Felsen über dem Gebiet niedergehen. Ja. Klingt und gut. Schrecklicher Zorn. In den Warenkorb. Ja, der hat. Ja, dann haben alle Angst. Das ist natürlich auch heftig. Eine neue Horde schmeckt. So. Jetzt kommen hier halt 38.000 Armeen. Wir werden angegriffen. Die vorrücken in den letzten Ring. Orks. Schön Zähne. Sieht auch schon wieder gut aus, da. So. Ja, dann Pfeilhagel. Klar. So. Oh ja, da ist Sauron. Cool. Eine neue Horde Orks. Wir werden hier nicht ja, an seiner Stelle hätte ich echt keinen Bock mehr gerade. Ja, aber da muss er jetzt durch. So. Hat er sich ja so ausgesucht, die Merkel. Würde ich jetzt hier mal die Feuerbälle niedergehen lassen bei den drei Gebäuden. Passiert es schon? Ne, da ist er, der Cousin. So, an Hennings Seite. Ist doch geil. Sauron und Alter, Henning. Wie wir da einfach alles vorgestellt haben. So, jetzt kommen die Feuerbälle. Ja.
Dann sind alle Gebäude einfach weg. Cool. Und links beschwörst du jetzt Korsaren. Jo, die sind auch schon da von Umbra. Ja. Die kommen jetzt auch noch dazu. Ja, dann schick doch alles hoch. Wo müssen wir gut. Hin? Da irgendwie, ne? Können die da hoch? Nee, nicht ganz nach oben, glaube ich. Ja, irgendwie nicht, ne? Oder? Ja, irgendwie sind die ein bisschen steif. Na, hier ist so ein kleiner Turm. Den müssen wir angreifen, das ist der Hauptsitz quasi. Im zweiten Ring hier oben, glaube ich. Echt, ja? Ich glaube, das ist der Hauptsitz, ja. Na gut. Dann machen wir das. Ja. Gab es nicht einen Hotkey für alle Truppen? Boah, bestimmt. Ja. Wir haben viel zu tun. Ja. Ja. Q ist alle Truppen und alle Helden. Alter, wie wieder hochgasen. Ja, cool. Okay. Und Sauron da. Ja, cool. Jetzt überrennen wir hier alles. Ach, das ist. Aha. Schrott. Jetzt wird gekämpft. Ja. Achso, das hier kann man einnehmen. Ja, das, der kannst du halt kaputt hauen. Hier vorne, oben. Und dann haben wir gleich gewonnen. Glaube ich. Hat das Ding hier? Ja, das ist die Zitadelle. Ja. Dann Sauron, bahn dir bitte mal einen Weg. Oh, Sauron. Ja. So, hau mal gegen. Boah. Er hat's aber gewone-tapped. Mit einem Hit. Ärgerlich. Ich frage mich, ob der sich davon noch erholen würde. Wenn wir ihn jetzt in Ruhe lassen würden. Klar, der hat ja ein paar Ressourcengebäude noch, oder? Ja. Ja, allein dieses. Aber guck mal, wie viel der durchstürmt gerade. Das ist schon hart. Ja, das ist hart. Vor allem, ich kann 875 Truppen haben. Also, ab Kommandeurpunkte. 875. Ich lieg da sogar drüber, warum auch immer. Jetzt gehört das Gebäude uns. Sehr gut. Das gehört uns. Haben wir noch sowas? Oh mein Gott, er hat draußen ein Gehöft. Echt? Er hat unter meiner Festung ein Gehöft. Alter, das ist dreist. Da kommt ja, dann rauf da. Gesehen. Ich schicke da jetzt meine Holzfäller rauf. So, noch höher kommt man nicht, ne? Ja, das ist dann sein letztes Gebäude, ja? Ja. Die Zitadelle da. Ich schicke jetzt meine Holzfäller rauf. Ich auch. Die machen jetzt den Rest, die machen jetzt auch mal was. Ja, okay, dann machen die das alleine, ja? Ja. Ja, dann bitte einmal aufhören. Oh, Entschuldigung. Ja, naja. Naja, gut. Okay, Leute. Entspannte Runde Schlacht um Mittelerde. Ich muss sagen, ich hätte gedacht, es wird schwerer. Ich glaube, da er so begrenzt ist in der Festung, wurde er auch ein bisschen gehemmt. Aber er hat es auch, also die KI hat es halt auch wirklich blöd gemacht, dass das Tor halt nicht zu war und hat auch die Mauer nicht genutzt und er rennt halt nur raus so. Ja. Deshalb, ich glaube, der, also auf einem offenen Feld, wir haben ja einmal gegen Zwerge gespielt, weiß ich noch, da haben wir so Probleme gehabt. Weit. Ja. Ja, also brutal ist halt eigentlich echt brutal. Ja. Wir haben auch ein Video über Stärze gemacht, schaut da gerne vorbei. Und ich habe mal eine Playlist angelegt mit generell allen Schlacht um Mittelerde-Videos, die wir gemacht haben. Schaut da gerne vorbei. Herr der Herrenringe. Genau, aber wir haben ja auch außerhalb von Herr der Herrenringe. Ja, genau. Ich habe mal mit dem Peachmeat zum Beispiel und so weiter. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüssi. Ciao.